mittlerweile merke ich immer wieder, dass ich Vibes, also so einfach Energy von anderen Leuten extrem fühle. Ich habe echt erst überlegt, ob ich diesen Mann verfolge. Es gibt noch gescheite Männer auf der Welt. Ich habe gestern auch noch zu Leon gesagt, dass ich voll Schiss habe, nach Malle zu fliegen. Wegen dem Vibes und so. Lila ist positiv überrascht von Cancun, hat sie gesagt. Toll, also ich habe Cancun nicht so auf dem Schirm gehabt. Wie crazy, Leute, die Polizei tanzt einfach. So, Nele und ich stolzieren jetzt wieder zurück, denn wir haben gerade gesehen, dass hier ganz schön viel Seegras im Wasser ist. Man weiß das manchmal gar nicht mehr zu schätzen, dass man hier im Paradise ist, ne, Nele? Leute, richtig Chaos bei mir. Ich habe heute schon überlegt, was ich nach Malle mitnehme, und zwar das. Und das möchte ich verkaufen, und ich habe sogar noch viel mehr gefunden, was ich verkaufen will. Manchmal tut das super gut auszumisten, habe ich auch gerade mit Nele gesagt. Das ist so geil, wenn man wenig hat, und Nele hat ja auch, ist jetzt auch 7 Monate nur mit einem Koffer gereist. Und manchmal ist das echt geil, ne, Nele, wenn man weniger hat. Ja, man denkt immer, man braucht so viel, aber ich bin 7 Monate mit dem Koffer gereist und krass. Ich merke, das reicht vollkommen, ich vermisse nichts. Also klar, zwischendrin dachte ich mal, boah, ich kann meine Klamotten nicht mehr sehen. Und ja, dann kaufst du halt mal ein Oberteil wieder mehr und dann verstarrt man wieder Freude und das reicht, ne? Ja, voll. Ich merke auch, also ausmisten, Leute, mistet aus, befreit irgendwie total. Und ich mache das heute noch. Mal gucken, ob auch jemand was abkauft. Ich habe mir ein paar Sachen mal bei Marketplace reingestellt. Und ansonsten habe ich jetzt hier gerade mein Essen zubereitet. Sieht jetzt ein bisschen unappetitlich aus, weil es nicht mehr so schön ist, so ordentlich. Aber ich habe Guacamole gemacht, dann Sopes. Ich liebe Sopes mit Champignons. Und eine ist auch mit Chorizo und Papa, vegan. Und dann haben wir noch Hummus von Nele von letztens. Diese große Portion. Und ansonsten, Leute, habe ich gerade auch eine Story erzählt. Ich will das jetzt gerade gar nicht so detailliert erzählen, aber ich hatte gerade so ein komisches Gefühl. Ich bin auf der Straße lang gegangen und habe so einen Mann vorbeilaufen sehen mit so einem blonden Kind und habe so eine komischen Vibes gespürt. Also schon bevor der bei mir vorbeigelaufen ist, und das habe ich gerade mit Nele geteilt, weil ich weiß ja, dass hier in Cancun auch oder Mexiko allgemein oder weltweit auch viel Traffic, ne? Menschenhandel und Kinder werden ja wohl auch regelmäßig entführt, was man so gar nicht mitbekommt. Und ich schwöre euch, Leute, ich habe wirklich, ich frage mich nicht warum, und ich will auch gar nicht so krass darüber jetzt nachdenken und denken, dass es wirklich so wäre, aber ich habe so einen komischen Vibe gehabt, dass ich echt dachte, dieses Kind gehört nicht zu diesem Mann. Keine Ahnung, der ist so schnell gelaufen mit diesem Kind auf dem Arm. Das Kind war regungslos auf seinen Arm, super knalleblond, blonder geht's gar nicht. Und ich hatte so komische Vibes, dass ich echt... Aber wie gesagt, das ist jetzt nichts, ne? Ich meine nur, wie komisch das sein kann, oder? Dass man überhaupt auf so eine Gedanken kommt. Da habe ich sogar ein Foto gemacht von dem Mann und dem Kind. Überlegt mal, wie crazy, just in case. Oh mein Gott, da habe ich auch gedacht, oh mein Gott, woher kommt das? Vielleicht kommt das auch einfach nur, wenn man halt heutzutage auch viel hört. Weißt du, dass man einfach schon ängstlich durch die Welt geht und schon an das Schlimmste denkt oder so. Aber ich habe da halt auch so einen komischen Vibe von dem und dachte mir, irgendwas ist da ungeheuer. Und dann hat Nele auch gerade gesagt, dass sie hatte schon mal, was war es mit der Prüfung? Also, dass man einfach Vibes spüren kann. Vielleicht war der Mann auch einfach schlecht, hatte komische Energy. Vielleicht war es auch nur das, ne? Mhm. Aber was war mal bei dir? Du wurdest mal von der Polizei angehalten. Warum? Ja, genau. Also ich wohne ja an der Schweizer Grenze. Also direkt muss immer über die Grenze, aber kann halt direkt über die Grenze. Und ich bin da schon so oft in meinem Leben drüber gefahren. Ich wurde nie angehalten, weil ich auch das Kennzeichen habe von unserem Landkreis. Da pendeln viele Leute, das guckt sich keiner an, niemals. Und dann hatte ich ein Vorstellungsgespräch in der Schweiz und war halt nervös wegen dem Vorstellungsgespräch. Aber ich finde jetzt nicht, dass ich irgendwas anders gemacht habe wie sonst. Mhm. Aber die Beamten haben diese Nervosität, diese Unterbewusste von mir einfach gespürt und haben mich angehalten. Ich wurde das erste Mal komplett auseinandergenommen am Zoll. Noch. Krass. Das erste und einzige Mal. Also die haben das wirklich gespürt einfach, so diese Vibes von mir, dass ich nervös war. Finde ich super interessant, ja. weil ich halt auch denke, dass man einfach... Vielleicht war der Mann auch mit dem Kind, vielleicht war auch einfach nur nervös, warum auch immer. Vielleicht muss er auf das Kind aufpassen und ja, weiß nicht wie oder so. Auf jeden Fall, ich kann nur sagen, mittlerweile merke ich immer wieder, dass ich Vibes, also so einfach Energy von anderen Leuten extrem fühle. Schon bevor ich die Menschen sehe oder was auch immer, man spürt das. Und da haben wir auch, Nele und ich, gerade auch gesagt, was ist das jetzt? Ist das Intuition? Einfach auch so manchmal, wenn man zum Beispiel auch manchmal fühlt, dass irgendwas nicht funktioniert. Oder ist es Manifestation? Was kommt dann zuerst eigentlich? Kann man das schon manifestieren? Oder spürt man das einfach und weiß, dass es passieren wird? Ich sag mal, es ist wahrscheinlich beides, irgendwie ein Mix aus beiden. Keine Ahnung.
Aber ja, auf jeden Fall das jetzt, Leute, war eine andere Geschichte. Wollte ich einfach mal teilen. Ich würde gerne mal wissen, vielleicht ist ja jemand dabei, der das auch manchmal so erlebt hat. Dass irgendwie so Menschen, keine Ahnung, Menschen begegnet und irgendwie fühlt, dass, dass irgendwas schief ist. Ob das jetzt so ist, weiß man halt nicht, ne? Ich habe erst überlegt, das ist auch voll creepy, das ist wirklich voll creepy. Ich bin selber erschrocken über mich selber. Ich habe echt erst überlegt, ob ich diesen Mann verfolge, ob ich hinterherlaufe und einmal nur mal gucke, wo der hingeht. Dann denke ich mir auch, stell mal vor, ich hätte wirklich das Gefühl, also wirklich, ich wäre mir irgendwie so sicher, dass da was im Baum ist und ich mache das nicht, dann wäre es ja unterlassene Hilfeleistung eigentlich. Aber andererseits denke ich mir auch, come on, Justin, du spinnst dir da gerade was zurecht. Aber voll creepy, Mann, voll creepy, ja. Naja, aber wir wollen jetzt positiv denken, alles ist super, wir werden gleich noch arbeiten. Heute ist so ein unproduktiver Tag, es ist einfach mal 12.39 Uhr, ich habe noch nicht viel gemacht, außer meine Klamotten bei Marketplace reingestellt. Aber wir schneiden gleich noch Videos, ne, Nele auch. Heute ist Samstag aber auch, muss man auch sagen, mit Wochenende. Ja. Irgendwie, weißt du, wie ich meine? Ja, ich war halt jetzt gestern im Flyer, deshalb dachte ich mir jetzt so, ja, jetzt wollte ich ein bisschen was arbeiten. Ja, ich ja auch mit gestern. So richtig so, bin ja heute Morgen um 5 bin ich aufgestanden. Ach so. Ich bin mit Typen geschlafen, hab ja heute Morgen um 5 einen Ausflug gemacht. Und lief was? Nein. Ja, aber der war so, Leute, der war so toll. Also es gibt noch gescheite Männer auf der Welt. Wir haben ja, Justine hat ja auch mal das Thema so ein bisschen ja, auf dem Kanal. Auf jeden Fall. Und Dating-Männer. Der war so zuvorkommend, wirklich. Der hat immer so, wenn wir in den Aufzug rein sind oder sonst irgendwas, der hat immer mich als erstes reinlaufen. Wow, Gentleman, ne? Ja, mega. Aber ich finde, Mexikaner sind eh Gentlemen und Amis auch, oder? Die, wo ich bisher gedatet habe, sie waren alle nicht so. Echt jetzt? Nee, die waren alle so voll irgendwie so Ego und so keine Ahnung. Also ich hab, sowas habe ich noch nie gehabt. Und wirklich so voll respektvoll, ne? Der hat auch gar nichts versucht. Also so beim Tanzen haben wir schon so ein bisschen geflirtet und da waren noch Vibes da. Also weil wir zur zweiten Wohnung waren, hat er gesagt, hey, ich bin respektvoll, du musst von mir keine Angst haben oder so. Also Angst. Aber ne, der war wirklich so komplett, ich hatte mein eigenes Zimmer, wo ich schlafen konnte und so. Voll lieb, richtig, ne? Ja, war richtig lieb. Und er hat danach sogar noch eine Story gepostet von wegen, es ist kein Goodbye, nur ein Auf Wiedersehen oder so irgendwas. Und es war schön, ne, danke für alles und so. Wir kennen uns eigentlich noch gar nicht so. Das war echt süß. Ja. Geil. Ich esse gerade so, ich kann jetzt nicht fühlen. Mein Gott, mein Essen, Leute. Ich weiß euch, so ein Essen werde ich vermissen, wenn ich in Mallorca bin. Ich habe gestern auch noch zu Leon gesagt, dass ich voll Schiss habe, nach Malle zu fliegen. Wegen dem Vibes und so. Er meinte aber einfach, denke nicht vorher drüber nach, mach dich nicht verrückt, weil ich gerade so in meiner Routine und so bin. Er meinte einfach, scheiß drauf, mach einfach. Und ne, so sehe den Vorteil daraus. Oder zieh den Vorteil daraus. Das mache ich jetzt auch. Ich werde immer an Leons Worte denken. So Leute, wir sitzen gerade hier in Puerto Cancún mit Nele und wir machen gerade so ein paar Inspirationen für unsere Reise im Januar. Also beziehungsweise ich habe mir wirklich fest vorgenommen, mit Nele nach Kolumbien zu gehen. Ja, und das ist halt Cartagena, das ist meine Lieblingsstadt in ganz Lateinamerika, wo ich bisher war. Ja. Ach, ich liebe diese Stadt, die ist so schön, die hat so viel Graffiti, die ist so bunt, wie du der hier Strand siehst. Der Strand sieht auch nice aus. Ja, und der Strand geht so, aber der Graffiti, die hat geile Rooftop-Partys und so. Also ich liebe diese Stadt, ja. Da will ich auf jeden Fall nochmal hin. Ja. Boah, ich bin gespannt. Ich muss mir das irgendwie manifestieren. Deswegen habe ich jetzt einfach gesagt, ich werde auf jeden Fall nach Kolumbien mitkommen. Und dann will ich vielleicht sogar ein bisschen länger bleiben, wenn es mir gut gefällt. Wenn es mir jetzt nicht so gut gefallen würde oder ich es einfach nicht fühle, würde ich natürlich jetzt nicht so lange bleiben. Aber ja, vielleicht mache ich mit Nele einfach ein paar Wochen Kolumbien. Also ja, ich will das manifestieren, deswegen spreche ich das jetzt auch laut aus. Weil immer, wenn ich Dinge laut ausspreche, mache ich sie in der Regel. Ja, jeder ist da ja anders, ne? Aber ich spreche die meist laut aus. Ja, und ich habe eben auch geplant, ich weiß nicht, ob das was für dich ist, aber ich möchte unbedingt Karneval in Barranquilla angucken. Das soll ja so ein bisschen ähnlich sein wie Rio. Also wirklich so vom Umzukehren so mega geil. Ich bin nicht so der Karneval-Fan. Ja, ja. Aber ich finde irgendwie, das muss man mal, also ich will es mal gesehen haben. Wann ist das genau? Am 11. Februar. Ah, okay. Ja, ja gut. Nice. Ja, also ich bin gespannt, Freunde, ob das alles so aufgeht. Ist ja noch ein bisschen Zeit. Boah, ich bin gespannt, Leute. Das haben wir jetzt festgehalten, ne? Ansonsten, wir chillen hier noch. Vorletzter Abend von Nele in Cancun. Ich dachte, ich zeige dir nochmal Puerto Cancun. Immer wieder schön hier. Fällt mir sehr. Ja, Nele ist positiv überrascht von Cancun, hat sie gesagt. Toll, also ich habe Cancun nicht so auf dem Schirm gehabt, so, weil ich, ne, wie gesagt, ja voll die Playa-Liebhaberin bin, aber hat echt was. Es sind richtig schöne Ecken hier, gerade wenn man so hier lebt, in Anführungszeichen, jetzt nicht nur Urlaub macht, sondern hier lebt. Ja, ist dann ein bisschen anders, ne? Man hat halt auch eine Routine hier sehr, ne? Ist nicht ganz der Urlaubsvibe, ne? Ja, aber klar, weil der Strand halt so weit weg ist, ne? Also ich war jetzt auch insgesamt, glaube ich, dreimal war ich am Strand, vielleicht gehe ich morgen nochmal. In der Woche, okay, ist eigentlich jetzt nicht so eine schlechte Statistik, ne? Aber ich glaube, wenn ich jetzt hier länger wohnen würde, würde man wahrscheinlich nicht so oft hingehen, weil es halt immer mit Bus verbunden ist. Echt? Das habe ich gar nicht. Nicht? Bei mir ist es, nee, das ist gar kein Thema. Ich fahre ja voll oft zum Strand, früher jeden Tag auch mit dem Bus.
Aber ich finde, von den Leuten hier, also ich finde, das ist kein Urlaubs. Ich habe nicht diese Vacations. Das sind ja alles Leute, die hier wohnen, die hier rumlaufen. Weißt du, wie ich meine? Stimmt. Sich so Backpacker sieht man hier gar keine. Ja, stimmt, das habe ich auch mal gesagt in dem Vlog von mir, wo ich gesagt habe, ja, es kommt einem hier irgendwie so einheimisch schon vor. Ja, 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 voll. Ja, ich habe hier gar, also ich habe nicht das Gefühl, ich bin jetzt an einem Touristenort hier irgendwie. Nee. I like. Kann ich empfehlen. Ja, schön. Wie crazy, Leute, die Polizei tanzt einfach und singt. Oye! So Leute, wir sind wieder am Place to be und zwar Chedraui. Oh mein Gott, ich liebe es hier. Der Salat ist einfach legendär. Und die Guacamole, Freunde, die ist ein bisschen scharf übrigens dabei, muss man aufpassen. Ach stimmt, die war scharf, oh shit. Pass auf, hier sind manchmal so eine Habanero-Stückchen drin. Ja, wir gönnen uns jetzt den Salat. Ich kriege gerade 1000 Millionen Nachrichten nebenbei, weil ich ja heute 120 oder so Inserate bei Marketplace eingemacht habe mit meinen ganzen Klamotten. Weil ich dachte mir, ich muss den Scheiß loswerden. Weil wenn ich jetzt nach Malle fliege, ich brauche Platz. Ich weiß nicht, wohin mit meinem ganzen Shit. Da habe ich alles einfach inseriert. Mal gucken, wer jetzt am Ende kommt. Ja, das ist die News des Tages. Wir gehen gleich zum Strand und freuen uns jetzt aufs Essen. Und Nele fliegt dann morgen nach Hause. So, Nele und ich stolpieren jetzt wieder zurück, denn wir haben gerade gesehen, Freunde, dass hier ganz schön viel Seegras im Wasser ist. Und gefällt mir jetzt nicht so. Ich weiß gar nicht, was hier los ist, ey. Cancun hat Seegras, Playa soll richtig schlimm sein, hat Nele gesagt. Playa war krass, ne, hast du gesagt? Ja. Schlimmer als hier? Ja. Noch schlimmer. Wir gehen jetzt auf die andere Seite rüber. Da könnte es ein bisschen besser aussehen. Wir lassen uns überraschen. Wir werden schon noch eine seegrasfreie Stelle finden, denke ich. So, wir machen jetzt Fotosession. Nele nervt wieder mit ihren Fotos. Wie Hallo, immer. Du wolltest auch welche. Nein, war ein Spaß. Nele ist tatsächlich sehr unkompliziert. Also ich brauche eine Sekunde ungefähr, um von Nele, okay, vielleicht 3 Sekunden, um ein gutes Bild von Nele hinzubekommen. Ja, und wir chillen jetzt hier. Es ist total schön. Muss ich mal kurz teilen. Ich war gerade im Wasser und da war so ein ganz kleiner Fisch hier. Ja? Und der war unglaublich lange an meinem linken Bein geklebt. Also der ist die ganze Zeit um mein Bein herum. Und auf meinem linken Bein steht ja Solo Piensa en lo que quieres und Trust. Und der war die ganze Zeit an dieser Stelle, wo ich mir dachte, das ist ein Zeichen von Universe, dass ich nur an das denken soll, was ich möchte. Einmal, weil ich mich in letzter Zeit schon wieder verrückt mache. Ich habe ja Angst vor dem Kälteschock in Europa und vor anderen Dingen. Und das war für mich voll das Zeichen vom Universe. Okay, Justine, reiß dich zusammen, denk an, was du willst und vertraue. Trust. Und ja, das war richtig süß gerade mit dem Fisch. Ich wollte gar nicht aus dem Wasser, weil das so schön war. Ja, und wir chillen jetzt und wir haben auch gesagt, guck mal, wie geil das ist, jetzt nochmal die Zeit hier genießen. Weißt du, das werde ich vermissen, wenn ich auf Malle bin. Und so ist es halt völlig normal, ne? Man weiß das manchmal gar nicht mehr zu schätzen, dass man hier im Paradise ist, ne, Nele? Was? Ja, okay, Nele hat nicht zugehört. Ist auch gar nicht so wichtig, dass wir hier im Paradise sind, sage ich. Oh, weiß ja, man manchmal so nicht zu schätzen. Das wird in Portugal das Meer nicht so aussehen, wahrscheinlich. Nee. In Malle. Nee, Mann. Deswegen. Aber ich auch schön dort. Ich ja. Nicht, ne? Ja, das. Ja. Wir genießen es noch heute. Genau, wir genießen das heute noch. Oh, herrlich, Leute. Wir senden euch ganz viel Sonne, egal wo ihr seid. Und kommt alle nach Mallorca und nach Mexiko. Finger nach Portugal. Und nach Portugal. Wow, guck mal, wie schön das hier ist, oder Nele? Like schön, ne? I like. Ich finde es auch mega nice gerade, so mit der Sonne, bisschen Sonne kommt durch, nicht so viel, aber schon nice. Krass, bei Nele läuft voll, die Salsa Verde, Guacamole und Burrito. Sieht richtig geil aus, finde ich, der Burrito, wenn ich ehrlich bin, ne? Ja, bin gespannt. Und ich habe meine Sopes wie immer. Gracias. Ich liebe meine Sopes. Geil? Schmacklich? Richtig geil. Oh, schön. Schmeckt auch mal sehr gut hier. Oh mein Gott, ich sehe aus wie zerstört. Schön angegrillt. Ja, echt? Mhm. Ja, sieht gut aus. Ja. Ich finde das Essen sehr zu empfehlen im Bau Vegan. Leute, wenn ihr vegan essen möchtet, dann kommt hierher. Ganz in der Nähe von wo ich wohne übrigens. So, Freunde, ich habe gerade einen geilen Talk mit Nele gemacht. Voll gut, Nele, ne? Ja, aber sehr interessant, würde ich mal sagen. Ne? Über Beziehung und Dating, ne? Mhm. Wir waren sehr offen. Ja, das stimmt, wir haben alles erzählt. Mhm. Deep Talk. Und Nele geht heute, ne? Freust du dich? Nein, ich will nicht. Ich kriege ja auch gerade schon wieder Nachrichten, wieso gehst du dann überhaupt? Und ich mir so, ja, meine Familie will ich ja auch mal wieder sehen, ne? Und vor allem jetzt hier jetzt heiß und Regenzeit. Ja, Regenzeit, das ist der Stichpunkt. Guck mal, Leute,
Also ganz ehrlich, es ist echt crazy gerade, was Regenzeit angeht. Also ganz komisches Wetter haben wir hier. Es ist mega, mega schwül, ne? Ja. Mega schwül. Es ist so richtig regnerisch, aber irgendwie, ich finde es richtig geil. Irgendwie gefällt mir das so sehr, dass ich mir denke, ich hätte jetzt voll Bock auf 3 Monate nur Regen. Es ist einfach geil, wenn man zu Hause viel zu tun hat und arbeitet, ist es schon geil, weißt du? Schon so richtig Komfortzone hier bei mir. Ich würde einfach hier jeden Tag sitzen. Ich glaube, ich würde dann Reactions anfangen. Ich würde sowas machen, was Leon macht. Jeden Tag Reactions machen, sitzen, Podcasts aufnehmen und meine Weisheiten teilen. Ich schwör's dir. Klingt nach einem geilen Lifestyle, oder? Klingt nach einem geilen Lifestyle. Aber nee, ich habe gesagt, ich gehe nach Malle und will richtig Action. Aber schön ist, wenn ich wiederkomme im August, ist ja auch noch Regensaison. Vielleicht habe ich da noch 2-3 Monate gute Regen hier. Würde ich mich freuen. Ich würde mich freuen, wenn Regen ist. Ich hätte echt mal Bock drauf wieder, muss ich ehrlich sagen. Ich habe zwar keinen Bock, bei Regenwetter rauszugehen, aber das Geile ist, ich arbeite hier von zu Hause. Ich muss ja nicht raus. Stimmt, ja. Wäre eigentlich geil gewesen. Vielleicht kann ich meinen Flug umbuchen. Einen Monat nach hinten, schnell noch Regen mitnehmen hier. So, Nele schreitet daher. Tschüss! So, Freunde, Nele ist jetzt weg. Die ist ja heute geflogen nach Portugal. Ich hoffe, sie erfriert nicht. Liebe Grüße an Nele an der Stelle. Und ich sitze zu Hause, habe hier richtig viel Chaos veranstaltet, wie man sehen kann. Also ich habe tatsächlich alle meine Sachen aussortiert, geguckt, was ich verkaufen möchte. Ich habe irgendwie gerade voll das Bedürfnis, einfach alles irgendwie oder ausmüllen zu wollen. Keine Ahnung, ich habe auch alte Papiersachen weggeschmissen, so Notizen. Ich habe so das Gefühl, als würde ich so einen Neustart machen. Das ist voll komisch. Fragt mich nicht, woher das kommt auf einmal. Das ist so von heute auf morgen. Ich habe auch meine Tage jetzt bekommen, habe sehr Unterleibschmerzen. Werde auch gleich schlafen gehen, habe jetzt noch ein Video fertig geschnitten und hochgeladen. Da werde ich noch ein Thumbnail zu machen. Dann habe ich 2 Teile bis jetzt verkauft beim Marketplace. Habe insgesamt 30 Euro verdient. Ist eigentlich gut, ne? Ein Kleid und so ein Oberteil, was ich eh nicht benutze. Also es tut so unglaublich gut, Sachen auszulernen. Aber ansonsten kommt nicht viel. 1000 Leute schreiben einen an, aber irgendwie kauft keiner. Na egal, auf jeden Fall, mir ist einfach nur warm. Ich habe heute ansonsten wirklich nicht viel gemacht. Ich fühle mich auch nicht so gut. Wie gesagt, erster Tag der Tage. Ansonsten bin ich einfach nur am Ölen. Es ist sehr, sehr warm geworden. Also Luftfeuchtigkeit, alter Verwalter, ist richtig crazy. Irgendwie denke ich mir auch, es ist vielleicht ganz gut, wenn ich gehe, weil es ist wirklich extrem. Wenn man in der Klimaanlage zu Hause ist, ist es okay, aber ich fühlt sich auch nicht so geil an. Auch so, wenn man rausguckt, man hat irgendwie keine Lust rauszugehen. Auch der Strand ist voller Algen und so. Ich denke mal, es ist die beste Zeit jetzt zu gehen, nur eine Sache beunruhigt mich und zwar, dass mein Chef mir nicht zurückschreibt aus Mallorca. Der antwortet mir nicht. Der hat gesagt, er hat ein Zimmer für uns, aber der antwortet einfach nicht. Und es beunruhigt mich, weil wenn ich kein Zimmer habe, würde ich eigentlich nicht nach Mallorca fliegen. Weil ein Hotel könnte ich mir jetzt so nicht leisten. Und jemand für meine Wohnung habe ich auch noch nicht. Ich habe nur einen Gast jetzt für die Tage, wo ich noch hier bin. Oh Gott, das kann was werden, ey. Naja, wird schon. Übrigens, Leute, auch so ein Fact wollte ich mal mit euch teilen. Und zwar, ich habe nämlich gerade dieses Wasser hier entdeckt. Im Kühlschrank hatte ich das noch von meiner Freundin Jenny. Die hat mir das gegeben damals, wo sie umgezogen ist, weil ich habe ja sowas gar nicht. Und mir ist aufgefallen, dass in Mexiko trinkt man eigentlich überhaupt niemals Wasser mit Kohlensäure. Das ist einfach nicht gang und gäbe hier, ja. Aber das ist das Einzige, glaube ich, was es hier gibt mit Kohlensäure. Und ich habe gerade hier Wasser mit O-Saft getrunken. Das war irgendwie Fanta. Voll verrückt. Und irgendwie war das auch mal wieder geil. Ich bin das gar nicht mehr gewohnt, kohlensäurehaltiges Wasser zu trinken. Und das ist mir auch aufgefallen. Auf Mallorca ist es ja immer so, dass man Wasser bestellt. Und da muss man immer sagen, mit oder ohne Gas. Also sagt man un agua con o sin gas. Und hier sagt man einfach nur un agua. Da fragt kein Schwein, ob du irgendwie mit Kohlensäure was willst. Und in Deutschland, wie ist denn das da eigentlich? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob man da mit Kohlensäurewasser trinkt oder ohne. Ich glaube mit auch viele, ne? Keine Ahnung, weil wie gesagt, hier in Mexiko macht man das nicht. Hier haben wir auch diese fetten Kanister, ne? Seht ihr ja da. 20 Liter. Und die sind einfach so günstig, da kostet einen so ein 20 Liter Ding ungefähr 2 Euro, ne? Das ist echt geil.
So, Freunde, der Sonny, ihr seht schon, hier ist noch ein bisschen Chaos. Ciao. Abonniert sie. Ja, halt das mit euren Freunden, ganz, ganz kommentiert. Kommentar schreiben, dies, das, wie ich das glaube. Tschüss. Kostet nichts, Leute. Genau. Können wir jetzt dann zum seriösen Teil kommen, oder?